Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Calimera. Ich dachte, ich nehme dich mal mit auf meinen Morgenspaziergang. Schick mal ein paar wärmende Sonnenstrahlen rüber, falls du Deutschland, Österreich, Schweiz bist. Wobei wir nächste Woche auch die Temperaturen von Deutschland wahrnehmen dürfen, weil wir ein paar Tage nach Deutschland fliegen. Genau, ich bin gerade auf dem Weg zum Bäcker. Mal an der Stelle, also das ist etwas, was ich hier so auf Zypern, was glaube ich alle Deutschen hier so ein bisschen vermissen, ist deutsches Brot, deutsche Brötchen. Das ist etwas, was hier die Zyprioten nach deutschem Gaumen bis eben noch nicht ganz so drauf haben. Also mit anderen Worten, wenn du einen Bäcker kennst oder vielleicht selbst Bäcker bist und ja, neue Wege mal noch zusätzlich gehen möchtest und vielleicht sogar Millionen Umsätze machen möchtest, Zypern, Larnaca wäre definitiv ein Feld für dich. Die deutsche Community hier, die wird ja immer größer. Und wenn es da einen Bäcker gäbe, für unsere deutschen Gaumen, Millionen Umsätze, kann ich dir sagen. So, aber das ist nicht der eigentliche Grund, warum ich mit dir sprechen möchte. Weil, ja, es hat was mit Zypern zu tun und es hat auch nichts mit Zypern zu tun. Weil ich mich manchmal hier auch so zwicke und denke, lebst du jetzt wirklich hier? Bist du jetzt wirklich hier? Und gleichzeitig, wenn wir dann an anderen Orten unterwegs sind und reisen, dann zwicke ich mich auch. Oder wir uns. Wenn wir zu zweit, mein Mann oder auch die Kinder mit dabei sind, die ja inzwischen erwachsen sind, aber ab und zu. Meine, unsere Tochter ist ja eh hier auch offiziell. Sind wir ja dann auch noch zu viert unterwegs. Ist das jetzt wirklich das neue Normal? Und worauf ich hinaus will, die tiefsten Träume und Sehnsüchte, die du in dir hast, was du eigentlich gerne erreichen möchtest. Jetzt muss ich mich hier mal gerade ein bisschen orientieren, wo ich herumlaufe, dass ich auch in die richtige Richtung laufe. Darüber geht's, genau. Die tiefsten Träume und Wünsche, die in dir verborgen sind. Nur du selbst, wichtiger Hinweis, entscheidest, ob es zu deiner Lebenswirklichkeit wird oder nicht. Bitte, Einladung, löse dich von jeglichen interessanten Ansichten, dass es bis eben in dir denkt, geht jetzt nicht, weil, kann ich jetzt nicht machen, weil, schlechter Zeitpunkt, weil, es ist jetzt noch zu früh, es ist jetzt noch zu spät. Der richtige Zeitpunkt, in dem Sinne, der wird nie kommen. Weil deine Komfortzone zu verlassen, hat immer was mit Veränderung zu tun und ist immer irgendwie unbequem. Mein System hat auch rebelliert, als wir im Flieger saßen, nach Zypern und ich dachte, boah, bist du jetzt ganz größenwahnsinnig geworden oder solche Dinge, ja? Das gehört einfach dazu. Nur dann ist aber auch letzten Endes Wachstum möglich. Und Wachstum darf auch einhergehen ohne Schmerz. Wie sehr können wir uns auf das Neue freuen, also Wachstumsfreude haben statt Wachstumsschmerz, wenn da bis eben noch in der Richtung noch Prägungen da sind, weil wir kennen das aus der Pubertät, da gibt es sogenannte Wachstumsschmerzen, das ist auch etwas, was uns dann oft so, ja, auch Ängste bereitet. Ah, die Claudia, liebe Grüße, zurück nach Deutschland in den Norden. Ich esse gleich ein deutsches Brötchen. Ja, genieß es. Also da, wo ich jetzt hingehe, da gibt es schon Brötchen, die so ein bisschen ansatzweise in die Richtung gehen. Aber wir freuen uns auch nächste Woche wieder auf deutsche Brötchen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Okay, also nochmal Samstagbotschaft. Die Botschaft überhaupt für dich jetzt. Diese Träume, diese Ideen,
diese Gedanken, die in dir sind. Eigentlich wäre es doch schön, wenn. Eigentlich wäre doch dies oder jenes. Ganz genial. Und das muss auch nichts mit Auswandern zu tun haben. Ja, es kann ja sein, du fühlst dich, Claudia, jetzt vielleicht total wohl im hohen Norden. Ist ja alles wunderbar. Also es geht auch wirklich darum, dein eigenes herauszufinden. Wie willst du selbst es eigentlich wirklich haben? Und da gibt es ja immer mal Bereiche im Leben. Nach oben sind ja nie Grenzen gesetzt. Die Bereiche in meinem Leben, die hätte ich schon mal gerne noch ein bisschen anders. Also wirklich für dich selbst herauszufinden, wie willst du es selbst wirklich haben, diesen Impulsen zu folgen, weil diese Gedanken, Ideen, wie du es eigentlich gerne hättest, deine großen Träume, wie auch immer die ausschauen, die hast du nicht einfach so. Die hast du, weil dein Herz, deine Seele das eigentlich gerne möchten. Und du selbst kannst entscheiden, niemals jemand anderes, ob du es zur Realität werden lassen lässt oder eben auch nicht. Ob du irgendwann zurückdenkst, das war mal mein Gedanke, hätte ich doch nur. Sondern ich wollte mal gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Jetzt war die Verbindung mal kurz weg, jetzt bin ich wieder da. Also nochmals, deine Träume sind nicht einfach nur so da, sondern sie sind da, weil dein Herz, deine Seele das eigentlich verwirklichen möchte in deinem Leben. Hab Mut, geh da durch, lass dich begleiten, individuell zum Beispiel, wie wir es ja auch in der Akademie machen, ein Schritt nach dem anderen, und dann ist es natürlich viel leichter und einfacher, wenn man da eine Begleitung an seiner Seite hat. Völlig außer Frage. Okay? In diesem Sinne, hab einen fantastischen Tag, sonnig warme Grüße und bis ganz bald. Ciao!